Es ist an der Zeit, dass sich die schweigende Mehrheit zu Wort meldet. Überall in unserem Land ist das Bedürfnis groß, für Menschenrechte, Toleranz und eine offene Gesellschaft einzutreten. Von der Walter-Lübcke-Schule mit unserer Demo starten zu können, ist für das Bündnis und ich denke für uns alle eine besondere Ehre. Offen für Vielfalt, hier an der Hauswand lesen. Demokratische Werte sind unsterblich. So hat es natürlich mit dem Namensgeber dieser Schule und dem ermordeten Mitbürger unserer Stadt, mit Walter Lübcke, zu tun. Heute und hier wird auch in Wolfhagen deutlich, dass die demokratische Mehrheit nicht schweigt, dass sie sich deutlich zu Wort meldet. Blödeten sich Vertreter der AfD vor der Presse noch nicht einmal von orchestrierten Massenaufmärschen wie zu DDR-Zeiten zu reden, die von den Herrschenden angeordnet worden seien. Nein, das sind sie nun wahrhaftig nicht. Insbesondere, dass auch so viele Schülerinnen und Schüler ihren Weg an dem Samstagmorgen hierher gefunden haben. Wolfhagen ist bunt, die Walter-Lübcke-Schule ist bunt. Wir sind eine vielfältige Schule. Wir sind Schülerinnen und Schüler von überall aus der Welt. Und das ist gut so, denn wir profitieren von dieser Vielfältigkeit. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir alle an dasselbe glauben. Wir glauben an eine offene Gesellschaft, Freiheit, Demokratie, Menschenwürde und Toleranz. Daran zu glauben, das ist der erste Schritt. Doch der reicht nicht aus. Wir müssen dafür einstehen. Hier zu sein ist das eine und das ist gut. Doch wir dürfen nicht vergessen, diese Werte überall im Alltag zu leben. Denn sie sind nicht verhandelbar und nicht selbstverständlich. Dankeschön. Sie hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine wird. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Würde diese Demonstration zu spät kommen, wie es Erich Kästner beschrieben hat, würden die Organisatoren und Teilnehmer mit der Verfolgung durch die Faschisten rechnen müssen. Die demokratischen Rechte, die die rechten Hetzer für sich in Anspruch nehmen, werden sie als erstes außer Kraft setzen, wenn sie an der Macht wären. Sie werden nicht mehr gedankenlos merkwürdige, verächtlich machende Netzbeiträge in den sozialen Netzwerken weitergeben oder leiten. Die rechten Demagogen haben die Netzwerke schon jetzt sehr stark weiter beeinflusst. Sie versuchen, die Hoheit über unsere Sprache zu bekommen, indem sie Begriffe besetzen und Wörter mit ihren Inhalten füllen. Deshalb große Vorsicht bei der Weitergabe von unrecherchierten Nachrichten, die ja im Netz sehr einfach ist. Schnell macht sich da eine Meinung breit, die nur der rechten Hetze dient. Ich gehe jetzt zum Raucher. Ja, ich gehe mit. Wie bitte? Komm mit. Ich komme mit. Ja, ja. Wir kommen gleich hinterher. Thank you.
das Wolfrager Land, die Heimatregion Lutz-Kanz und Walter Lübkes steht auf gegen Rechtsextremismus und für unsere Demokratie. Wir, das Bündnis Wolfhagen bleibt bunt, sind glücklich und stolz, dass so viele Menschen unserem Aufruf gefolgt sind. Danke. Die ersten Zahlen sagen über 2000 Teilnehmer. Ein Wahnsinn. Danke. Die AfD nervt mehr als Hausaufgaben. Richtig so. Mut statt Wut, genau so ist es. Ein ganz starkes Zeichen hier, das wir in Wolfhagen setzen, liebe Mitbürger, liebe Freunde der Demokratie. Artikel 1 unseres Grundgesetzes, quasi als unverbrüchliches Fundament, als Leitbild. Es gibt Kräfte, die an diesem Fundament der Bundesrepublik Deutschland rütteln. Kräfte, die Unterschiede machen zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern. Kräfte, die Unterschiede machen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Kräfte, die Menschen aus unserem Land deportieren wollen, die unser Land zurückführen wollen in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Die Ballade von den Dreien von Johannes R. Becher. Und die möchte ich gerne zitieren. Der Offizier rief, grabt den Juden ein. Der Russe aber sagte trotzig, nein. Da stellten sie den in das Grab hinein. Der Jude aber blickte trotzig, nein. Der Offizier rief, grabt die beiden ein. Ein Deutscher trat hervor und sagte, nein. Der Offizier rief, stellt ihn zu den Zweien, grabt ihn mit ein, das will ein Deutscher sein. Und Deutsche gruben auch den Deutschen ein. Diese Worte, die aus der dunkelsten Zeit Deutschlands stammen, dieses Nein, dieses klare Nein, nicht nur auf der Demo, sondern in der Schule. Wir brauchen es auch in unseren Familien und im Freundeskreis. Wir brauchen es beim Einkaufen und auf dem Spielplatz. Wir brauchen es in jedem Moment unseres täglichen Lebens, dass ein jeder von uns sagt, nein, wir stehen für Toleranz, Frieden, Freiheit, dass jeder glücklich sein kann. Arbeiten, lernen, leben, ehrenamtlich sich engagieren und einfach ein gutes, glückliches Leben haben. Dafür lasst uns gemeinsam einstehen. Monika Schäfer und ich spreche hier für die Omas gegen rechts. Wir freuen uns. Sehr, dass hier und heute in Wolfhagen wieder viele Menschen zusammengekommen sind, die vielleicht nicht zu allen politischen Themen einer Meinung sind, die aber gemeinsam für das herausgehobene Ziel eintreten, unsere demokratische Gesellschaft gegen die Bedrohung von rechts zu verteidigen. Schützt die Demokratie und ihre Institutionen mit allen rechtlichen Mitteln, solange noch Zeit dafür ist. Schluss mit Selbstprofilierung statt gemeinsam entschlossenen Eintreten für Demokratie und Menschenrechte. Als eine Frau, die Diskriminierung unter einem Diktaturregime erfahren hat, möchte ich meine kurze Rede beginnen. Als ich vor 44 Jahren als Ärztin mein Heimatland Iran verlassen habe, kam ich aus einem Diktaturregime hierher. Mir waren Nächstenliebe und Achtsamkeit aus der kulturellen Vergangenheit Irans bekannt. Aber uns fehlten dort die Gesetze, um dieses Gut zu beschützen. Gewalt. Gewalt in der Sprache ist gleich Gewalt im Handeln.
Diese Gesellschaft darf nicht von rassistischen und rechtsextremen Ideologien und Gewalt genährt werden. Ideologische Regimes, wie ich auch kenne und viele von euch auch früher erlebt haben, lassen keine Realitäten zu. Und Realität ist bunt, liebe Wolfhager. Hier, weil wir uns für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen. Wir stehen hier, weil uns die Demokratie am Herzen liegt und die Grundrechte auch. Wir stehen hier, weil die Würde der Menschen unantastbar ist. Wir stehen hier, weil wir davon überzeugt sind, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Herkunft oder seiner Sprache, seiner Heimat, seines Glaubens oder seines religiösen oder seiner politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Das sind die Grundwerte unserer Gesellschaft und deswegen sind wir hier. Da schmieden rechte Gruppen radikale und gewählte Pläne zu Deportationen. Da werden alte Strategien zur Vernichtung von Demokratie aus den Schubladen gezogen und es finden sich Pläne zur Vernichtung der Menschenrechte, der Würde, gar des Lebens. Und wir stehen hier, weil wir sagen, nie wieder. Und nie wieder ist jetzt. Mein Name ist Alexander von Rüden. Ich bin katholischer Diakon hier in der Kirchengemeinde St. Heimerath. Und ich freue mich auch, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Denn mit Besorgnis blicke auch ich auf die aktuellen Entwicklungen in unserem Land. Allen Versuchen, Spaltung und Misstrauen, Neid und Hass zu säen, müssen wir eine klare Absage erteilen. Sondern unsere Gesellschaft ist und bleibt vielfältig und bunt, hier im Wolfhager Land und in unserer gesamten Bundesrepublik. Dafür stehen wir ein, die wir heute hier auf dem Kirchplatz stehen. Aber politisch? Nein, noch nie. Aber jetzt stehe ich hier, weil sich seit Wochen und Monaten ein beklemmendes Gefühl in mir eingenistet hat. Ein beklemmendes Gefühl, weil es in unserer Gesellschaft Mitbürger gibt, die menschenverachtende Positionen beziehen und sich selbst über andere stellen. Und das beklemmende Gefühl, was sich eingenistet hat, kriecht weiter hoch in mir. Und ich sehe mit großer Klarheit, dass ich in solch einer Gesellschaft nicht leben möchte. Vielleicht ist es diese Klarheit, die mir den Mut verleiht, heute hier zu stehen, die mir den Mut verleiht, etwas zu tun, was ich bisher noch nie getan habe. Diese Demokratie, in der ich 65 Jahre gut aufgehoben war, gefährdet ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen, die warum auch immer unseren Schutz suchen, sich schon wieder bedroht fühlen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Demokraten jeder Couleur für eine bunte Demokratie demonstrieren muss, anstatt mich mit ihnen über den richtigen Weg zu streiten, wo ich doch so gerne streite. Viele kennen mich dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass ich die beschützen muss, die doch eigentlich für mich da sein sollten. Unsere gewählten Repräsentanten, die für ihre Arbeit persönlich bedroht und diffamiert werden. Unsere Polizei, unsere Feuerwehr, unsere Rettungsdienste, die im Einsatz behindert und angegriffen werden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich verpflichtet fühle, in Deutschland, in meiner Heimat, für Menschenrechte und Menschenwürde meiner Mitmenschen eintreten zu müssen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich selbstverständlich bei uns. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier 79 Jahre später wieder diese menschenverachtenden Gedanken über Vertreibungen ausspricht und sei es in geheimer Öffentlichkeit. Dabei bin ich mir sicher, dass wir nur eine kleine Spitze des Eisbergs gehört haben. Und wer es ausspricht, wird es tun, wenn er die Gelegenheit bekommt.
Sprechen ist Handeln. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür verantwortlich bin, das zu verhindern. Und ich bin froh, dass ich heute hier bin und dass ich heute hier sprechen darf, weil ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich nicht alleine bin. Ja? Zur Erinnerung auch von mir ein Zitat am Ende von Eleanor Roosevelt, ehemalige Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission bei der Erklärung der Menschenrechte 1948. Anführungszeichen. Wo beginnen die universellen Menschenrechte? An den kleinen Orten, nahe dem eigenen Zuhause. So nah und so klein, dass diese Orte auf keiner Weltkarte zu finden sind. Die Nachbarschaft, in der wir leben, die Schule oder die Universität, die wir besuchen, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Wenn diese Rechte hier nicht gelten, gelten sie nirgendwo. Danke. Es spricht zu uns zum Schluss Dieter Schwan. Eintreten. Du bist nicht allein und das Gefühl, das wollte ich euch allen auch vermitteln, dass ihr hier zusammenstehen könnt und seht, wie viel ihr eigentlich seid. Und das finde ich prima, dass ihr alle gekommen seid heute. Wir werden uns wiedersehen. Achten Sie auf Veranstaltungen von Wolfhagen, Leib und die wir in den nächsten Monaten sicherlich noch an anderen Stellen wiederfinden. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen. Wir sind laut gegen Rassismus und ich möchte gerne, dass wir alle zusammen laut sind. Ich möchte mit euch allen zusammen singen. Ihr kennt das Lied. Hallo liebe Leute, wir sind laut, wir sind bunt, wir sind offen für Vielfalt und wir sind hier für die Demokratie. So viele wie nie, denn wir sind das Volk und bestimmt nicht.